das war mal ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Der stand mitten auf dem Marienplatz in Krefeld-Fischeln, wurde natürlich nicht mehr gebraucht und war nicht gerade ein Schmuckstück. Das hat sich geändert. Durch einen radikalen Umbau ist aus dem Bunker ein modernes Wohn- und Geschäftshaus geworden. Einst suchten hier tausende Krefelder Schutz vor fallenden Bomben im Zweiten Weltkrieg. Danach wirkte der Koloss erstmal wie ein Fremdkörper im Zentrum Fischelns. Inzwischen sind darin 30 Eigentumswohnungen und 3 Geschäftseinheiten entstanden. In dieser modernen Erdgeschosswohnung mit kleinem Garten zum Beispiel ist Nadine Glowacki mit ihrem Mann vor einem halben Jahr eingezogen. An das historische Gebäude erinnert hier nur noch eine Wand im Badezimmer. Bunker wird als modernes Relikt der dunkelsten Zeit Deutschlands, dem zentralen Marienplatz, noch viele weitere Jahrzehnte prägen.